Hallo und herzlich willkommen hier zu der chaotischsten Hochzeit der Geschichte, aber mit einer sehr agilen Brautjungfer, einer verschwindenden Tochter und einer stinkenden Braut. Das ist so absurd einfach. Aber ja, ihr habt auch schon gesagt, wir werden uns auf jeden Fall daran erinnern. So, und es sieht jetzt auch noch so aus, als hätte unser kleiner Schatz Joshua Geburtstag. Ja, bei Joshua geht jetzt hier voll was ab, sage ich euch. Da müssen wir jetzt mal auf jeden Fall unsere Glubscher draufhalten. Unser süßer Amon sitzt auch schon daneben und freut sich in Cola-Keks. So, was machen wir denn da? Carsten? Was machst du denn da? Carsten? Carsten? Okay. Anscheinend lag Joshua da verkehrt oder weil Bill ihn da hingepackt hat, lag er falsch. Ich bin mir nicht sicher, was jetzt das Problem war. So, also wir haben hier 1000 Gründe zum Feiern heute irgendwie. Und wir fließen hier eine Sache nach der anderen ab, beziehungsweise... Wow, wir haben wieder alles gesehen. Ich muss mal die Kamera dann so hinrichten, dass das Fenster hier auf der Seite irgendwie frei bleibt. Ja, nee. Wir freuen uns jedenfalls, dass Joshua jetzt groß geworden ist. Juhu. So, Joshua freut sich auch. So, Dalle, dann haben wir das an der Stelle geschafft. Wir freuen uns irgendwie hier alle. Das ist ganz toll. So, Carsten hat hier jetzt nicht so die Mega-Glücksgefühle und Nora irgendwie auch noch nicht so. Und alle haben Hunger und die Hochzeitstorte ist die jetzt angeschnitten? Hey, yo. Hochzeitskuchen schneiden. Will, was geht? Okay, Bill fällt hier gleich schon wieder um. Ich dachte gerade, Navita ist geflogen. Das sah irgendwie gerade voll danach aus. Aber sie ist ja ein Werwolf. Das geht doch nicht, oder? So, alle wollen jetzt beim Hochzeitskuchenanschnitt dabei sein. Amanda war aber mittlerweile duschen, von daher läuft das bei Amanda. So, alle sind jetzt bei diesem wirklich andächtigen Ereignis mit dabei. Wisst ihr, an wem mich dieser Gang gerade erinnert hat? Es gibt einen Film, der heißt House Bunny. Und sie musste gerade was Geheimnisvolles erledigen. Richtig gut. Ach, Vio. So, wir haben jetzt hier wirklich sehr, sehr viel geschafft. So, Bill ist auf dem Weg. Bill ist noch nicht umgefallen. Oh, wow, okay. Es wurde jetzt einfach erledigt. Eiskalt erledigt. Es ist nichts weiter passiert. Wow. Das ist einfach die spektakulärste Hochzeit aller Zeiten. So, aber jeder nimmt sich jetzt immerhin einen Teller. Unsere Werwolf-Freunde machen mir ein bisschen Angst. Das erschreckt mich immer voll, wenn sie dann auf einmal losjumpen. So, wir kriegen jetzt hier auf jeden Fall mal was zu essen kredenzt. Die Musik ist hier so... So halt. Weiß ich nicht, was haben wir hier gerade an? Oh, jetzt habe ich aus Versehen umgeschalten. Ja gut, Zeit zu tanzen, meine lieben Freunde. Ist schön hier. Oh Mann, ey. So, aber wir sitzen hier bei Gestank und Tee und Kuchen. So, bei mir da ist der Kuchen jetzt erledigt hier. Aber unsere Werwolf-Freunde dinieren mit uns. Ach nee, ey, hier ist was los. So, wir wollen jetzt hier das Geschirr abwaschen. Das können wir mal voll abhaken. Die Braut wird sich jetzt einfach mal eine Runde duschen, weil die Braut stinkt schon seit einer halben Ewigkeit, nachdem sie sich eingenässt hat. So, Bill, bist du jetzt hier fertig? Okay, Bill will auch schon abwaschen gehen. Bill, weißt du was? Du gehst einfach nur noch schlafen. Deine Mission ist schlafen. So, das ist das erste Mal, glaube ich, dass ich gerade so maßlos überfordert bin mit den ganzen Sims, ne? So. Okay, wir essen den Kuchen. Nora wünscht sich hier, unserem kleinen Spatz was beizubringen. Amanda muss auch dringend schlafen, deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Oh, Joshua hat Hunger. Schon Luca, du musst das jetzt wuppen. Es gibt kein Zurück. Nee, obwohl, Carsten kann das machen. Carsten, Joshua hat krass Hunger. Einmal füttern, bitte. So, und Amon. Jo, Amon, spiel mal eine Runde. Dann macht ihr beide da mal was Sinnvolles. So. Mila, gehst du jetzt duschen, wenn dein Mann da gerade einen Teller abwäscht? Jo, läuft bei euch. Sehr gut. So, hier haben wir aber kreativmäßig schon alles gelernt. Dann versuchen wir es nochmal mit Logik. Ich bin gerade völlig überfordert, was wir hier schon hatten und was nicht. So, aber immerhin gibt es jetzt endlich was zu futtern. Bei der Gelegenheit können wir dann hier gleich mal auf Toilette gehen. So, Mila geht jetzt hier auch einfach nur noch schlafen. So, Hochzeitsnacht, meine lieben Freunde. Einfach nur vor Erschöpfung einpennen ist natürlich auch so eine mögliche Sache.
So, Mila bewegt sich einfach nur raus, alles klar. Mila, geh schlafen, wirklich. Bringt hier nichts mehr. Ah, jetzt kommen alle hier in Teller abwaschen. Wie krass ist das denn? Oh, das ist kaputt gegangen. Okay, das nicht die Toilette, oder? Was ist kaputt gegangen? Hä, irgendwas ist doch gerade kaputt gegangen. Krass, mach das einfach mal sauber. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang. So, uns geht es hier soweit ganz gut, aber... Oh, au, wir haben schon Luca. Oh, 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 der Hochzeitskuchen ist leer. Schön, dass es alle geworden ist. Haben sich ja alle prächtig amüsiert, Mensch. So, oh, guck mal, hier ist noch Kürbiskuchen. Schon Luca, schnapp dir den Kürbiskuchen. Denn dann wirst du satt. So, Nora ist einfach nur irgendwie ein bisschen pisst. Warum ist da ein Loch? Egal. So, oh, irgendwie haben sich ja alle in die Hose gemacht. So, Nora kann mal anfangen, hier ein bisschen aufzuräumen. Nora geht es nämlich noch halbwegs gut. So, Amanda schläft. Carsten geht es soweit auch gut. Das ist schon mal viel, viel wert. Wo ist denn hier das Töpfchen? Ach, hier in die Ecke habe ich es verbannt. Die viel bessere Frage ist, wo ist unser Kind? Oh, Tessie, ey. Unser Kind soll noch aufs Töpfchen. Ach, Mio. So, wir holen es mal raus und kuscheln eine Runde. Tessie, verabschiede dich mal hier. Hier ist was los. So, den beiden geht es mittlerweile wieder ein bisschen besser. Nora hat den Teller verabschiedet. Nora, nimm dir einfach mal, was du hier noch so findest. So, wie sieht es hier aus? Post können wir auch noch nehmen. Alter, hier ist was los, sage ich euch. So, hier, das können wir auch noch nehmen. Die ganzen Pfützen... Er wirft immer noch... Wie gut ist das denn? So, schon Luca, fällst du jetzt schon in Ohnmacht oder was ist los? Essen? Der Plan? So, was macht Lilly denn hier die ganze Zeit? Lilly rennt umher. Lilly schicken wir aber, glaube ich, mal was zerstören. Lilly, einmal eine Runde kauen hier. Ich glaube, das ist besser. Ach, hier ist was los. So, schon Luca. Futter läuft ja mittlerweile. Aber ich glaube, wir gehen jetzt einfach nur noch stinkend und eingepisst pennen. Oh Mann, ey, hier ist was los. So, Carsten, du hast deinen kleinen Sprössling. Sehr gut. Dann versuchen wir es jetzt hier nochmal mit Joshua und das aufs Töpfchen bringen. Ich hoffe, dass das eine Option ist. So, 15 Romane. Ja, komm, wir packen mal den Bestseller weg. Für unser Kind machen wir alles. So, logikmäßig sind wir hier auch schon voll dabei. Wir bräuchten wieder hier unsere Wunderkindstation. Da müssen wir einfach mal unseren Sprössling reinsetzen. Aber die beiden schlafen ja tief und fest. Yeah. Ist manchmal ein bisschen komisch hier. So, wir lassen einfach mal Mila aufstehen. Mila soll Amon hier mal in den Laufstall setzen. So, Amon lässt das hier mal. Und Amon krabbelt mal ein Stück. Oh, es wurden eine Menge Fahrzeuge gelöscht. Und Mila und Bill haben ein paar Tage frei, um in den Hafen der Ehe einzufahren. Na, schau mal, einer guck. So, es ist 3 Uhr. Wir warten hier beim Spiel mal wieder auf eine Reaktion. Ah, wie aufregend ist das denn? Aber wir können jetzt gerade mal kurz durchatmen, beziehungsweise ich, weil, boah, hat sich erledigt, danke. Scheiße. Ah, Alter, was haben wir für ein volles Haus, sage ich euch. Oh, Alter, schon Luca. Alter, schon Luca stirbt fast, aber schon Luca wäscht noch ab, Junge. Schon Luca ist halt reinlich. So, wir wollen dringend Wäsche waschen, das kann ich durchaus nachvollziehen. So, Joshua ist reingehauen. So, dann können wir Joshua eigentlich auch mal eine Runde wickeln. Was hältst du denn davon, Carsten? Oder baden? Komm, wir baden Joshua einfach mal eine Runde. Dann ist Joshua auch gleich noch sauber. So, wir rennen unserem kleinen Schatz hinterher. Voll süß. So, schon Luca geht noch pennen. Mila, wo rennst du schon wieder hin? Ja, Amon wird dir nicht folgen. Ist das blöde. So, okay, vielleicht kriegen wir das ja auch irgendwie gewuppt. So, Dalle. Nora, wo bist du denn jetzt gelandet? Ach so, wir haben ja noch was aufgesammelt. Alles klar. Gut, dann räumen wir das hier auch noch weg. Und er wirft immer noch. Mal gucken, wie lange er das macht. So. Alter, Mila. Mila checkt's einfach nicht, ne? So, wir schicken Mila jetzt mal hier hin. Und Amon schicken wir auch mal hier hin. Mal gucken, ob Mila es dann kapiert. Ich bin mir da noch sehr unsicher. Amon scheint schon wieder aufgegeben zu haben. So, Joshua geht es jetzt soweit gut. Dann lassen wir Joshua mal hier eine Runde spielen. Dann kann Carsten sich mal hier um eine fette Dusche kümmern. Dann läuft das. So, kriegen wir Amon jetzt hier reingesetzt. Die Frage aller Fragen. Na, perfekt. Das hätte jetzt auch noch schief gehen können hier. So, wir können ja hier mal unseren Mann hier ausgelassen sein. Wie ist man denn ausgelassen? Okay, indem man sein Kind als Belästigung empfindet.
Läuft bei dir, Bill? Nicht. So. So, jetzt gucken wir mal, hier. Hihi. Voll das Familienglück hier. Oh nein. Oh nein. Was bedeutet das? Das war also nicht geplant. Ihr habt schon gesehen, dass Amor hier drin sitzt. Amor, spiel mit der rechten Tafel. Konzentriere dich aufs Rechnen. Alles wird gut. Scheiße. Da geht was. So, Mila, entspannt sich. Und Bill entspannt sich. So, wir sind weiterhin ausgelassen. Oh, Techtelmechtel. Das ist hart, Leute. Techtelmechtel ist hart. So, Nora. Oh, so war das jetzt auch nicht gemeint. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, was ich sage. Oh Gott, ich höre was. Das arme Kind. Amor, Rechentafel. Scheiße. So, schon Luca schläft da noch oder versucht es zumindest. Amanda lasse ich jetzt hier mal aufstehen. Können wir hier noch was vom Essen nehmen? Komm, wir holen uns mal hier Fett Hamburger. So, Carsten, räum mal die Scheiße hier weg. Das stinkt! So, dann gehen wir hier mal auf Toilette. Napfeln. Ja, Starlight findet das ganz toll. So, gut, dann gehen wir hier auch noch gleich duschen. Und dann schicken wir Nora mal schlafen. So, die beiden chillen hier gleich wieder. Alter, was geht hier bitte? Wir schicken Bill mal auf Toilette. Och, die ist auch verstopft. Das ist einfach alles im Arsch, was vorher noch in Ordnung war. So, Mila schicken wir jetzt einfach mal eine Runde schlafen. Dann ist das auf jeden Fall schon mal erledigt. Und wir versuchen hier einfach mal unser Bestes weiter mit der Rechentafel. So, wir haben hier drüben Spaß. Nora geht schlafen. Carsten hat das hier erledigt. Wir wischen mal die Pfütze auf. Hier ist soweit alles gut. Sehr gut. Und er wirft immer noch. Wir können dann mal hier den Samen nehmen. Wir werden mal noch die Pfütze aufwischen. Und dann können wir uns auch noch mal hier... Alter, was haben wir hier alles? Geil, China-Pfanne, gönnen wir uns. So, was machen wir denn jetzt schon wieder? So, bin ich in der Lage, den Hamburger zu essen? Okay, wir haben scheinbar irgendwas hingekriegt. Amor hat Geburtstag. Wow, ja. Bill, es wäre gut, wenn du Amor mal aus dem Ding hier rausholst. Einmal hochnehmen, bitte. So, der Schulbus kommt gleich. Mila muss zur Arbeit. Das ist ein Traum hier, sage ich euch. So, Tessie ist auch schon wieder unterwegs. Ich weiß gerade nicht, wen sie retten will, aber ich glaube Amor. Ach, herrje. So. Amor braucht dringend Futter. Macht Bill das? Bill macht das nicht. So, auf Boden füttern. So. Klappt an der Stelle soweit. Wir müssen dann auch noch dringend hier mal... Nee, Joshua wollen wir das nicht beibringen. Alles wird gut. Wo ist denn gerade Lilly? Okay, Lilly schläft. Und Starlight macht gerade irgendwie nichts. Ja gut, auch egal. Dann schauen wir mal, was wir hier gerade nebenbei noch machen können. Während unser Sohnemann hier futtert. Sohnemann kann dann auch mal Töpfchen benutzen. Und wir müssen hier auch noch eine Runde füllen. Starlight kommt einfach mal durchs Bücherregal. So, und wir müssen mit Joshua dringend schlafen. Bill, kannst du Joshua dann hier mal ins Kinderbett legen? Welches Kinderbett war denn jetzt welches? Egal. Wir packen Joshua jetzt einfach mal da rein. So, Dalle, Amanda ist unterwegs. Bei Jean-Luca sieht es ja auch gar nicht so schlimm aus, wie ich befürchtet hatte. Dann passt das ja erstmal. Alter, was für Chaos. So, Mila ist jetzt schon wieder wach geworden. Und beschwert sich jetzt über ihr Kind. Das ist ganz toll. So, dann wir versuchen nochmal hier aufs Töpfchen zu gehen. Gottes Willen, ey, ist das eine Chaosfamilie. So, dann gehen wir mal hier auf eine Toilette, die hoffentlich ganz ist. So. Wir schauen auch die Pfütze weg und legen uns mal wieder schlafen. Bill hat hier in der Zeit alles unter Kontrolle. So, Bill kann hier gleich mal eine Runde in Stopfen gehen. Alter, ist hier was los. So, Carsten sammelt schon wieder Geschirr ein. Carsten kann das. So, Carsten kann dann hier auch mal alles sauber machen. Sodale. Und wie geht es Amor? Amor müsste rein theoretisch auch mal hier ein bisschen gewaschen werden. Alter, Starlight, ist doch nicht dein Ernst. So, wir werden dann also hier Amor mal eine Runde baden gehen, weil Starlight das Klo blockiert. Oh Mann, ey. So, wir warten. Amor kommt. Perfekt. Alter, es wird langsam ruhiger. Und wirft er immer noch? Nein! Er ist verschwunden.
Er hat anscheinend auch ein Leben. So, dann kann Amor auch endlich schlafen. Ach je, und wir sind Freunde geworden, voll gut. So, Amor, dann einmal ins Bett legen. So, Amor kann schlafen. Perfekt. So, dann versuchen wir hier nochmal die Toilette zu entstopfen. So langsam kriegen wir ja alles wieder auf die Reihe. Alter, was für eine Folge, Junge. Unglaublich. So, Lalle, Carsten hat einfach nur alles hier hingeschmissen. Verstehe ich bei dem ganzen Chaos. Da will man alles hinschmeißen. So, wir haben ja noch die oberste Etage. Bill ist mittlerweile richtig gut im Klo entstopfen. So, abziehen tut er auch gleich. Perfekt. Dann gehen wir uns jetzt mal duschen nach dem ganzen Stress hier. So, läuft bei uns. Dann können wir auch noch die Pfütze auffischen. Carsten, wie weit bist du? So, wir warten mit dem Pfütze aufwischen. Oh, ich verstehe dich, Bill, Alter. Ich würde ja auch so meine mittelschwere Lebenskrise kriegen. So, wir... Alter, Carsten, wasch die Wäsche. Na gut, so müssen wir erstmal keine Wäsche waschen. Wir gehen also erstmal schlafen. So, aber Gott sei Dank sind wir mittlerweile richtig schnell im Reparieren mit Bill. Das ist natürlich sehr, sehr nice. So, Bill macht gerade hier alles, Alter. Bill wuppt das Ding, weil er auch erst wieder in 2 Tagen arbeiten gehen muss. Wir müssen uns aber ein bisschen mehr mit unseren Komplizen anfreunden. Das lief bis jetzt nicht so gut. So, wir machen auch noch das Bett. Alter, wir sind so krass drauf. So, hier oben gehen wir dann auch noch einmal durch. Hat hier oben irgendjemand auch noch das Klo kaputt gemacht? Oder ist hier oben alles in Ordnung? Hier können wir auch noch sauber machen. So, und Bill kann dann hier gleich mal anfangen, den Garten zu pflegen, solange alle anderen irgendwie noch schlafen. Wie sieht's denn bei Mila aus? So, Mila, lassen wir jetzt mal aufstehen, damit sie heute Abend auch noch ins Bett geht. Das wäre sonst blöd, wenn sie es nicht tut. So, Mila macht doch gleich das Bett. Alter, Mila, du bist ja vorbildlich. Ach, ich liebe unsere neue Küche, ne? So, wie sieht das Essen hier draußen aus? Kann man es noch genießen? Nein. Also gehen wir das mal eine Runde aufräumen. Sodale. Und dann können wir hier mal die Erdbeerpfannkuchen futtern. So, Nora können wir auch gleich mal aufstehen lassen. Und Nora kriegt hier mal eine China-Pfanne. Carsten schläft natürlich erstmal noch. So, Amanda, kann mal ein bisschen mit Freunden quatschen. Vielleicht geht es ihr dadurch besser. Und wir werden hier mal ein bisschen im Unterricht schlafen. Vielleicht geht es schon Luca dann dadurch besser. Ach, herrje, ey, hier ist was los. So, aber Bill hält noch durch. Ich bin... da guter Dinge, dass das auch weiter so bleibt. Ja, das war unsere Traumhochzeit, ne? So schnell kann es gehen. So, alles einmal weggeräumt. Dann können wir den ganzen Spaß hier im Prinzip wieder abreißen. Bis zum nächsten Mal praktisch. Obwohl ich die Ecke ja echt schön finde, ne? Das, so sollten wir vielleicht mal ein Grundstück gestalten. Könnten wir das nächste SBS-Grundstück machen. Ist eigentlich eine gute Idee, oder? So ein Hochzeitsgrundstück ist ja an sich nicht verkehrt. So, ja, können wir machen. Musst du wieder nur dran denken und es nicht irgendwie vergessen. Das ist ja immer so mein Hauptproblem irgendwie. Wir haben schon wieder... Oh, vielleicht sollten wir die Rechnung zuerst bezahlen, wenn wir schon mal hier sind. So, nee, nicht Zauber wirken. Ich wollte gerade mal hier eine Runde nehmen. Ja gut, versuchen wir mal dran zu denken. Ich gebe ja immer mein Bestes, hier an irgendwas zu denken. Ach ja, so, Nora ist schon fertig mit Essen. Alter, Nora, du bist so krass drauf. Ich lasse Nora hier mal noch eine Runde den Garten pflegen, weil sich das gerade anbietet. Und wir müssen Lilly dringend mal baden. Gut, wir können uns ja hier mal ein bisschen mit Starlight anfreunden. Dann geht auf jeden Fall schon mal Soziales hoch. Oh, wir sind auch noch im Kunstverein. Ja gut, Amanda kommt nach Hause. Amanda kann dann hier ruhig mal eine Runde Fernsehen gucken. Sodale und Mila schnappt sich jetzt hier ihre Erdbeerpfannkuchen. Was ist denn hier mit Starlight und Lilly los? Klappt das nicht so? Hm. Das ist ja komisch. So, wir wollen auch dringend Level 8 hier mit Jagen lernen. Kriegen wir das denn hin? Oh, wir haben auch hier einiges gesammelt. Wir können das ja an der Stelle auch mal verkaufen. So, hier haben wir noch 2 Ahornblätter. Was haben wir hier? Leere Chipstüte 2-mal. Alles klar, was haben wir hier noch? Regenbogenkäfer. Alter, da ist der Regenbogenkäfer. Den brauchen wir für irgendeinen Zaubertrank, aber ich weiß nicht für welchen. Packen wir auf jeden Fall mal Mila ins Inventar. Warum haben wir gerade das... Achso, weil wir hier im Verein sind. Ich kann sagen, hä? Warum haben wir das gerade jetzt gelernt? Das finde ich etwas merkwürdig. So, Achso, haben wir schon herumgeblödelt? Mein Fehler.
Mila sitzt so toll an unserer neuen Küchentheke. Tihi, voll gut. Ich finde die Küche so toll, es tut mir leid, ich weiß, so Eigenlob stinkt, aber ich mag sie wirklich sehr gerne. So, Lalle, Nora ist fleißig beschäftigt. Ich glaube, wir müssen Bill mal erlösen. Bill muss mal noch eine Runde schlafen hier. Joshua braucht auch dringend was zu futtern. Ich schicke Bill trotzdem erstmal schlafen, wenn ich kann, sich hier Carsten mal drum kümmern. Jo, kann Carsten sich drum kümmern, alles wird gut. Ja, aber wie das gut wird, sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal und ciao!